trade dich reich in Cyberpunk 2077! Also, ihr geht erstmal ganz normal zu einer bestimmten Nebenquest. Ich zeige euch hier die nochmal auf der Karte. Ihr findet die genau da in diesem Bezirk. Ja, guckt ihr, da. Ihr geht genau da hin. Und der Sinn von dem Trick ist einfach nur, ihr kriegt am Ende der Nebenquest einen Gegenstand, der 4000 wert ist. Dann verkauft ihr den für 4000. Und dann könnt ihr ihn aber zurückkaufen für 5 Ennies. Also jedenfalls macht ihr hier die ganzen Objectives, macht ihr einfach ganz normal die Nebenmission komplett durch. Ihr müsst einfach erstmal die Nebenmission hier beenden. Hier zeige ich noch ein paar Ausschnitte davon. Ihr werdet dann irgendwann hier in der Wüste landen, im Verlauf der Nebenquest. Bla bla, hier einfach alle erledigen, so. Und dann kriegt ihr auch schon gleich den Gegenstand. Seht ihr gleich? Guck mal hier, der ist einfach bewusstlos, obwohl ich den mit der Knarre abgeknallt habe. Egal, ihr kriegt hier das hier, die das, und dann geht ihr einfach zu einem Händler, zu einem Ripper-Dog oder zu einem normalen Übergabeort, überall, wo ihr Sachen verkaufen könnt. Aber Achtung, geht nicht zu dem hier, geht nicht zu diesem Junkladen, weil da steht ja keine Rückerstattungen. Geht nicht dahin, sondern einen ganz normalen Übergabeort, hier das hier zum Beispiel. Und dann, passt auf, macht ihr den hier, ihr geht hier auf alle Items und dann sortiert ihr hier kurz auf Preis absteigend. Ganz oben habt ihr dann das, ihr verkauft es. Und dann geht ihr raus. Ihr geht raus, dann geht ihr wieder rein, dann kauft ihr das zurück für 5 Dollar und ihr verkauft es wieder für 4000. So, dann geht ihr wieder raus und ihr kauft es zurück. Seht ihr, ihr habt es gesehen, für 5 Dollar habe ich es wieder zurückgekauft. So, und das könnt ihr dann unendlich oft machen. Ihr kriegt dann jedes Mal 4000. Aber der Automat geht ja irgendwann leer. Deswegen müsst ihr hier, guckt, ihr seht gleich, ihr holt das kurz noch vorher raus. Hier, ihr kauft es zurück, ihr müsst es jetzt haben. Und jetzt könnt ihr die Zeit einfach 24 Stunden vorspulen, dann lädt sich der Automat wieder komplett auf. Aber Achtung, bevor ihr das macht, ihr müsst auf jeden Fall den Gegenstand wieder zurückholen. Ne? Also ihr dürft auf keinen Fall die Zeit vorspulen, ohne dass ihr den Gegenstand wieder zurückgekauft habt. Sonst ist der weg. Also kauft ihn schnell zurück, macht dann Zeit vorspulen, 24 Stunden. Und dann könnt ihr das so oft wie möglich machen. Ich habe ungefähr so 20 Minuten gebraucht für 1 Million. Aber ja, also wenn man es nutzen will, so, ich weiß nicht. Ich habe es jetzt einfach gemacht, um zu gucken, wie lange es dauert, um 1 Million zu kriegen. Aber okay. Na okay, guckt auf jeden Fall noch die Flank-Streams. Ich habe euch ja noch die ganzen Flanking-Streams vom Spiel gezeigt. In den letzten müsste hier verlinkt sein. Okay, bis dann.